Und wie gewohnt ist an dieser Stelle die Kultur bei uns an der Reihe. Und bei mir im Studio ist jetzt Patrick Zwerger aus unserer Kulturredaktion. Hallo Patrick. Hallo Christine. In Hamburg hat eine vielbeachtete Uraufführung stattgefunden. Mhm. Und zwar ein Stück mit dem ungewöhnlichen Titel Lärm, blindes Sehen. Worum handelt es sich dabei? Ja, das Stück ist deswegen ganz spannend, weil es sich um das neue Stück von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek handelt. Und es ist zudem auch noch brandaktuell, denn die Schriftstellerin setzt sich darin mit der Corona-Pandemie auseinander. So geht es etwa zum Beispiel um die Ischgl-Affäre, das Kitzloch, Après-Ski-Partys, aber auch um die mediale Berichterstattung im letzten Jahr über das Masketragen oder um allgegenwärtige Verschwörungstheorien. Die Kritik bescheinigt dem Stück, dass es viel Witz hat, eine bildgewaltige Inszenierung sei, aber auch die eine oder andere Länge habe. Wie auch immer, ob das wirklich so ist, kann man sich auch bald in Österreich ansehen, denn Burgtheaterdirektor Martin Kuschei hat ja angekündigt, dass er mit dem Stück die neue Saison im Akademietheater eröffnen will im September, und zwar mit einer Inszenierung von Frank Castorf. Werfen wir einen Blick nach Paris, wo die Leiter des Centre Pompidou bereits bekannt gegeben haben, dass das berühmte Museum für moderne Kunst eine neue Außenstelle bekommen soll. Im Jahr 2024 ist die Eröffnung des Museums in einer umgebauten Fabrikhalle in New Jersey geplant. Nach Malaga, Brüssel und Shanghai wäre es somit die vierte Außenstelle des Pariser Museums, das ja selbst von 2023 bis 2027 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen wird. Und zurück nach Österreich, wo gestern das Linzer Filmfestival Crossing Europe zu Ende gegangen ist. Die Hauptpreise gingen an das georgische Drama Beginning sowie an den Dokumentarfilm Her Mothers aus Ungarn. Das diesjährige Festival war das letzte unter der Leitung von Christine Dollhofer, die zukünftig den Filmfonds Wien leiten wird. Ja, und auch aus der Musiklandschaft gibt es eine Meldung. Die irische Sängerin Sinead O'Connor hat angekündigt, ihre Musikkarriere zu beenden. Als Gründe nannte die 54-Jährige, dass sie nun älter und müde geworden sei. Nächstes Jahr soll ihr letztes Album erscheinen, für das sie jedoch keine Tournee oder auch keine Promo geben wird. Die Sängerin hatte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, etwa als sie bei einem Konzert ein Foto des Papstes zerrissen hat oder als sie 2017 zum Islam konvertierte und ihren Namen geändert hat. Bekannt ist sie ja vor allem durch das Lied Nothing Compares to You geworden, mit dem sie einen großen Erfolg feierte. Ja, in Kultur heute berichten wir außerdem über die Uraufführung des neuesten Stücks von René Polesch bei den Wiener Festwochen, und wir werfen noch einmal einen Blick auf das große Klassik Open Air, das gestern beim Schloss Belvedere stattgefunden hat. Da steht also viel auf dem Programm bei euch. Kultur heute, 19.45 Uhr. Danke, Patrick. Danke ebenfalls. Und das war's von uns für heute aus dem ORF3 Aktuellstudio. Wir sind morgen ab 9.30 Uhr wieder für Sie da. Die wichtigsten Nachrichten des Tages sehen Sie heute um 19.18 Uhr in Österreich heute mit Rainer Reitzamer. Wir hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Nachmittag.